Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus, der von den Toten auferstanden ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwesterbrüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über Fernsehen, Radio und Internet auch heute Morgen verbunden sind. Die österlichen Tage sind Tage, in denen wir in der Heiligen Schrift erfahren und hören von der Begegnung des auferstandenen Christus mit seinen Jüngern, mit den Frauen, die ans Grab gekommen sind, mit Menschen, die in seine Nachfolge getreten sind. Jesus taucht an ganz verschiedenen Orten auf, zumeist dann, wenn die Menschen gar nicht mit ihm rechnen. Auch unsere Feier heute Morgen ist eine Feier der Begegnung. Christus kommt in unsere Mitte, er begegnet uns. Er bleibt aber nicht hier allein gegenwärtig, sondern durch die Begegnung mit uns in dieser Feier wird in den Tag mit uns hineingehen. Der auferstandene Christus begleitet seine Kirche und lässt sie nicht allein. Und damit begleitet er jeden Einzelnen von uns und lässt uns nie allein. Bevor wir nun das Wort Gottes hören und Tod und Auferstehung Christi am Altar vergegenwärtigt wird, wollen wir voreinander und vor Gott nach einem Moment der Stille unsere Schuld bekennen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu bieten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasset uns beten. Gott, du bist unser Ziel. Du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was diesem Namen widerspricht, und das zu tun, was unserem Glauben entspricht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus aber voll Gnad und Kraft Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an: Wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, drangen auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor dem Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören: Dieser Jesus, der Nazuräer, wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Selig der Mensch, der seine Freude hat, seine Freude an der Weisung des Herrn.
Sitzen auch Fürsten zusammen und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sinnt nach über deine Gesetze. Deine Zeugnisse sind mein Ergötzen. Sie sind meine Berater. Erzählt und du gabst mir Antwort. Lehre mich, Herr, deine Gesetze. Den Weg deiner Befehle lass mich begreifen. Ich will nachsinnen über deine fern vom Weg der Lüge. Begnadige mich mit deiner Weisung. Ich wähle den Weg der Treue. Deine Entscheide stelle ich mir vor Augen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit stand die Menge am anderen Ufer des Sees von Galiläa. Sie hatten gesehen, dass nur ein Boot dort gewesen war und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapharnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für diese Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder zu Hause an den Empfangsgeräten. Ihr Bauch ist ihr Gott. Es ging mir durch den Kopf, als ich das Evangelium des heutigen Tages gelesen habe. Weil genau darauf weist Jesus hin. Ihr sucht mich nicht, weil ihr nach dem Glauben fragt, nicht weil ihr Gott sucht, sondern weil ich euch Brot gegeben habe, mit dem ihr satt geworden seid. Und weil satt werden ein Grundbedürfnis des Menschen ist, suchen die Menschen auch dieses Grundbedürfnis mit Jesus stillen zu können. So gibt es viele Grundbedürfnisse hier auf der Erde, die wir stillen wollen. Satt werden. Wenn wir denken, wie viele Menschen auf dieser Erde können sich nicht jeden Tag satt essen. Und wir tun es mit einer großen Selbstverständlichkeit, können aus der Fülle aussuchen, unseren Tisch gut decken. In aller Regel zumindest muss keiner richtigen tiefen Hunger in Deutschland leiden. Anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Es gibt andere Sehnsüchte, die wir haben. Anerkennung zu bekommen, geliebt zu werden, nicht alleine dazustehen. Und es würden uns sicherlich noch manche einfallen. Ein Dach über dem Kopf zu haben, einen Ort, wo wir wohnen, Heimat, Wohnung, Arbeit. Ganz wichtige Bedürfnisse, die wir Menschen brauchen. Und wir sollten uns, solange wir hier auf der Erde leben und die Einflüsse, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, auch dafür einsetzen, dass Menschen Arbeit bekommen, dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben, dass sie menschenwürdig leben können. Aber Jesus sagt, all das ist verderblich. All das ist nichts für die Zukunft. Bleiben wir ruhig bei dem Beispiel, das Jesus hier selber genommen hat. Das Brot, es verdirbt irgendwann. Die Speise verdirbt. Wer das nicht schon mal erfahren, hat man vielleicht ein bisschen zu viel eingekauft, hatte Gäste und dann ist viel übrig geblieben. Man möchte nichts wegwerfen und doch irgendwann setzt der Schimmel an und man muss doch mit schwerem Herzen ein Stück Brot wegwerfen oder ein anderes Lebensmittel. All das verdirbt. Oder das Dach über dem Kopf. Ein Unfall, eine Katastrophe kann geschehen und von jetzt auf gleich ist eine Wohnung ausgebrannt, hat ein Erdbeben Wohnungen zerstört. All das, was wir haben, auch unsere Arbeit, ist nicht von großer Selbstverständlichkeit. Da kann eine Firma pleite gehen, da kann man den Arbeitsplatz verlieren. Gesundheit, man kann krank werden. Und zwar so, dass man die Arbeit nicht mehr aufnehmen kann und damit das ganze Leben umstellen muss. Wir sehen und machen selbst die Erfahrung oder können uns zumindest gut vorstellen, dass vieles vergänglich ist. Aber die Liebe Gottes ist unvergänglich. Sie bleibt für immer. Und das Leben, das Gott uns in der Taufe geschenkt und verheißen hat, das ewige Leben ist ein Geschenk, das er uns gegeben hat, ein Geschenk, das uns eine große Zukunft verheißt. Das Werk, an das ihr glaubt, dass er, der mich gesandt hat, der Gott ist, daran sollen die Menschen, die Jesus nachfolgen, glauben und sich daran orientieren. Wer sich daran orientiert, dass wir an Gott glauben, an Jesus Christus glauben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist und die Freundschaft zu ihm, zu Jesus Christus, jeden Tag erneuern, dann können wir uns auch um die irdischen Dinge kümmern, die ja alle nicht unwichtig sind, aber die eben vergänglich sind. Wenn wir das Unvergängliche haben, können wir uns auch um das Vergängliche kümmern, das notwendig ist und das sinnvoll ist, aber eben nicht umgekehrt. Nicht unser Herz hängen an die Dinge, die sowieso vergänglich sind und dann keinen Raum mehr haben für Gott, sondern genau umgekehrt. Wer sein Herz an Gott hängt, hat auch Raum, hat auch Kraft für den Einsatz, für die Mitmenschen und für eine gerechtere Welt. Christus möchte uns begegnen. In dieser Feier heute Morgen wollen wir unser Herz an ihn hängen, diese Begegnung nutzen, um unsere Freundschaft mit ihm zu erneuern und ihn dann mitzunehmen in diesen Tag. Um die Werke, die an diesem Tag auf uns warten, mögen sie noch so vergänglich sein, zu guten Werken werden, weil sie getragen werden von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Amen.
Christus ist für uns der Zugang zum Vater, von ihm mit seinem Siegel beglaubigt. Darum bitten wir ihn. Wecke bei allen Christen das Verlangen nach dem Brot des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre die Mächtigen vor dem Missbrauch ihrer Macht. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe die Irrenden auf den rechten Weg. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib uns die Kraft zu tun, was unserem Glauben entspricht. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist es, der uns die Nähe Gottes garantiert. Durch dich finden wir zum Vater und preisen ihn in Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimm mir das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben es empfangen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist gut und recht. Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Und Gewalten,
Gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich. Heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn, und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat, den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt, und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mach deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Voll Vertrauen lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
trägst der Welt Schuld. Erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, nur trägst der Welt Schuld. Erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, nur trägst der Welt Schuld. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Halleluja. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.